Lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. Ein fröhliches Hallo aus Nordzypern, ihr Lieben. Ich bin heute an einem besonders schönen Küstenabschnitt mit diesem herrlichen Sandstrand und diesem schönen türkisfarbenen Wasser gelandet. Und nicht weit von mir, also ich sag mal so 500 Meter weiter nach oben Richtung Berge, entsteht demnächst ein neues Wohnprojekt. Ja, und das wird quasi der Hausstrand. Ach, da kann man sich echt aufhalten. Ich nehme euch natürlich gleich mit in die Berge, aber vorher schauen wir uns einmal den geilen Strand an. So, erstmal genug vom Strand, dann gehen wir jetzt mal auf in die Berge zu der Location von dem neuen Wohnprojekt. Also wie gesagt, sind 500 Meter von hier entfernt. Es geht relativ steil berghoch. Gott sei Dank ist noch nicht Hochsommer. Muss ich nicht ganz so doll schwitzen. So, mit dem Radl auf in die Berge. Je höher ich komme, desto schöner wird das Ganze hier und desto schweißtreibender natürlich auch. Aber macht ja nichts. Hat man den Sport gleich inklusive. Also wenn ihr hier später wohnen solltet, dann ist für eure Sportsession gesorgt. Zumindest wenn ihr mit dem Fahrrad hier rauf fahrt. Wunderschön. So eine coole Landschaft. Ah, und hier ist so ein Wasserturm. Da werde ich gleich mal raufklettern, um euch ein bisschen die Aussicht zu zeigen, die man später haben könnte, wenn man hier in einem Penthouse wohnt. Seht ihr den Wasserturm hier hinten? Wo ist er denn da? So, abgesehen von meinem Schnaufen ist es hier absolut ruhig. Geile Aussicht, echt coole Aussicht. Ja, und hier hinten, da ist so ein Wasserturm oder irgendwas in der Art. Da werde ich jetzt mal raufsteigen. Ach, ich muss ja wieder auf die Schlangen aufpassen. Schlangen, alle abhauen. Ich bin's nur. Ich schmecke nicht. So, einarmig die Leiter hoch. Oh, sollte eigentlich klappen. Ich war hier ja schon oft oben mit Kunden. Und hier hat man einfach eine bessere Aussicht. Also hinten die Berge habt ihr eh schon gesehen. Und hier haben wir dann das Meer. Ja, ein Penthouse, wenn es ein Loft-Penthouse ist, die gibt es ja hier, dann seid ihr noch wesentlich höher. Also das wäre jetzt die untere Etage vom Penthouse mit diesem schönen Meerblick. Loft-Penthouse und vor allem Dachterrasse ist natürlich noch ein bisschen weiter oben. Sehr, sehr schöne Stimmung. Oh, da gibt es einen guten Weg. Da wollte ich schon immer mal hoch. Warte mal, kann man den hier sehen? Ich glaube, da müsste der sein. Mal gucken, ob ich den gleich finde. Ja, das müsste der sein. Da wollte ich schon immer mal entlang. Und da oben bin ich letztes Mal Fahrrad gefahren. Ganz oben auf dem Berggipfel.
gibt es einen richtig coolen Fahrradweg oder Wanderweg, wie man möchte, ganz, ganz oben. Ja. Also man ist hier tatsächlich in einer sehr schönen Umgebung. Erinnert mich so ein bisschen an Österreich im Hochsommer. Ja, mit schöner Aussicht auf die Berge und natürlich auch aufs Meer. Einmal auf der Seite und vor allem auch auf dieser Seite. Und wir sind noch nicht mal oben. Also das ist so die Mitte von dem Projekt. Das ist jetzt die Mitte von der Riesenanlage, die natürlich noch viel weiter rauf den Berg geht. Und ihr seht da, es ist relativ steil. Das heißt, je höher ihr kommt, desto besser die Aussicht. Jetzt mal gucken, wie ich hier wieder runterkomme. Rückwärts wäre vielleicht nicht schlecht. Yes, hat doch alles gut geklappt. Kein Schlangenbiss. Nicht von der Leiter gestürzt. Alles super. Gut, können wir eigentlich noch ein bisschen weiter nach oben fahren, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Mal gucken, aber ich glaube darüber, da wo ich eigentlich hin wollte gerade, da komme ich nicht so einfach hin darüber, weil da ist ja immer diese Ravine dazwischen, wisst ihr, dieses Flussbett. Ja, deswegen, da drüben wird es heute nichts werden, aber hier weiter hoch könnte ja auch geil sein. Schaue ich mir mal an. Übrigens gibt es hier richtig schöne Wege in die Berge überall. Also wer gerne in die Berge joggt oder spaziert, der ist hier richtig, richtig gut aufgehoben. So, hier kann ich euch schon mal ein paar künftige Nachbarn vorstellen, die hier gerade vorbeilaufen. Sehr süß. Gut, weiter geht's den Berg rauf. Ich bin ja immer wieder begeistert, wie grün es hier in den Bergen ist. Also die Bäume, die wachsen teilweise direkt auf dem Felsen, wie auch immer das funktioniert. Jedenfalls hat man hier das ganze Jahr richtig schönes, sattes Grün in den Bergen. Und hier seht ihr auch nochmal diese ganzen Wege, die an jeder Ecke hier losgehen und in die Berge und durch die Berge durchführen. Hier nochmal der Überblick. Also wir sind im Norden von Nordzypern in einer sehr, sehr schönen Gegend namens Bacelli. Und die Wohnanlage wird ungefähr 500 Meter vom Meer entfernt anfangen und geht dann Richtung Berge nach oben. Ja, und hier seht ihr jetzt nochmal die einzelnen Einheiten. Also es gibt ja unterschiedliche Apartments. Wir haben die A-Typen, da haben wir unten die One Plus One Garden Apartments und oben drüber die Loft-Penthäuser mit zwei Schlafzimmern. Und wir haben die B-Typen und in den B-Typen haben wir nur Studios, wobei sich die Studios natürlich auch kombinieren lassen. Und dann gibt es hier vorne links noch die Doppelhausvillen und die sind absolute Top-Lage, nämlich an der Klippe mit freiem Blick auf den Sonnenuntergang. Dann bekommt ihr hier nochmal ein 3D-Video zu sehen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie diese tropische Wohnanlage am Ende aussehen wird. Ja, ihr seht hier schon, es gibt wahnsinnig viele Palmen, tropische Pflanzen, bunte Gärten. Es gibt Holzstege auf dem Wasser. Es gibt natürlich ein Restaurant und eine Bar am Pool. Wir haben diese wunderschönen Cabanas, die finde ich besonders schick. Da kann man den ganzen Tag drin verbringen. Und es gibt natürlich insgesamt viele Liege- und Sitzmöglichkeiten hier im öffentlichen Bereich. Hier sieht man nochmal sehr schön, wie steil das Gelände ansteigt. Also von jedem einzelnen Apartment, vor allem natürlich von den Penthäusern, habt ihr hier einfach einen fantastischen Ausblick. Hier haben wir unten die Gartenapartments und oben die Loft-Penthäuser. Also Loft immer auf zwei Ebenen. Und die Penthäuser haben natürlich alle ihre eigene Dachterrasse oben on top. Gut, kommen wir mal zu den Villen. Die haben ihren eigenen asiatischen Garten, die haben auch einen eigenen Pool plus Wasserfall und die haben vor allem riesengroße Dachterrassen. Genauso groß wie die Innenfläche, nämlich fast 100 Quadratmeter. Also insgesamt können wir sagen, wir haben hier eine grüne Oase mitten im Grünen. Grün im Grün sozusagen. Und das Ganze mit sehr vielen Facilities. Angefangen von einem hochmodernen Fitnessstudio, ein Yoga-Studio wird es zusätzlich geben,
Ein Wellnesscenter mit Sauna, Massage, Hammam, ein Beautycenter. Es wird sogar ein paar Ärzte und eine kleine Klinik vor Ort geben. Der Bauträger wird die Rad- und Wanderwege noch weiter ausbauen. Es gibt Tennisplatz, Restaurant, Bar, ein Indoorpool, natürlich diverse Outdoorpools und diesen wunderschönen Strand, wo ich vorhin losgefahren bin. Der wird natürlich noch erweitert, verschönert, mit mehr Sand aufgeschüttet. Also eine absolute Wellness-Oase hier. Dann haben wir hier mal die Preise im Überblick. Es geht los bei den Studio Garden Apartments mit 115.000 Pfund. Studio Penthäuser 127.500. Die One Plus One Garden Apartments 145.500. Und die 2 Plus One Penthäuser ab 266.500. Ja, und dann haben wir ja noch die Villen. Die gehen los bei 632.500. Der Zahlungsplan sieht folgendermaßen aus. Reservierung entweder 2.000 Pfund für 2 Wochen oder 5.000 Pfund für 4 Wochen. Anschließend zahlt ihr 35% Downpayment. Da wird die Reservierung natürlich mit einberechnet. Und dann geht es erst wieder los im März 2024 mit der Abzahlung der restlichen 65%. Und zwar bis Schlüsselübergabe im März 27 könnt ihr monatlich, zweimonatlich oder dreimonatlich zahlen. Gut, ihr Lieben, wenn euch das Bergpanorama hier gefällt, der Blick sowohl auf die Berge als auch auf der anderen Seite aufs Meer und ihr Interesse an diesem supergeilen Wohnprojekt habt, was hier entsteht, wenn ihr Interesse an Wellness und Gesundheit habt, dann könnte das genau das Richtige sein. In dem Fall meldet euch bei mir, können wir gerne mal einen Zoom-Call machen oder noch besser, ihr kommt direkt zu mir nach Nordzypern. Wir schauen uns das gemeinsam an. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.